Ja, man kann doch an der OCG wirklich sehen, was alles möglich ist, wenn da eine Vision ist, wenn da eine geballte Ladung Schöpferkraft ist, in dem eine Gemeinschaft eine klare Vision hat und an einem Strang zieht. Das kann man sehen, denn ich meine, es ist schon erstaunlich, wie die Filme doch zum Teil zustande gekommen sind, wie das mit der Aufklärung gemacht wird. Für mich ist es ein sehr gutes Beispiel, um zu verdeutlichen, wie viel Schöpferkraft wir Menschen vom Göttlichen haben. Wie gesagt, wenn da eine klare Intention, eine klare Vision ist, wenn da eben Kraft drauf ist, dann kommt da eine Power, ein Fluss, ein Lebensstrom. Man sieht das doch auch, wenn die Leute auf der Bühne stehen. Die Begabungen werden freigeschaltet. Das ist eine der Visionen der OCG. Natürlich nur für die, die da auch wirklich mit reingenommen werden. Und das ist jetzt auch nicht so jedem zuteil geworden. Je nachdem. Und wenn man in eine katholische Kirche geht, auch da, wo ich herkomme, wo es wirklich sehr viele gläubige Menschen gibt, Harzvorland, Eichsfeld, gebürtig, also da bin ich schon lange weg, aber gebürtig komme ich dort her. Aber es ist ganz selten, dass man da mal Leben antrifft, also dass mal ein Priester da ist, der sich wirklich mit Hingabe da reinstellt, der das will, der diese Vision hat, der sich mit Hingabe wirklich da öffnet und der dann auch die Menschen damit reinnimmt, die Bereitschaft weckt. Ich meine, was man da nicht nur in der OCG, bei den europäischen Six und auch bei anderen erleben kann, ist einfach der Beweis dafür, was möglich ist, wenn Menschen sich da reinstellen, wirklich in Hingabe. Ja, in Gott, in Hingabe. Ja, ich sag mal einfach wirklich genau das Leben. Oder umgekehrt, wie leblos es sein kann, wenn das fehlt. In vielen, ja, katholischen Kirchen dieser Tage, in manchen evangelischen Kirchen und so weiter. Ist ja gar kein Vergleich mit diesem wirklich Wandeln in diesen höheren Energien. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl auch, ja, dieses im Geist, dieser Zustand, dieses in dem Moment auch freigelöst sein. Eine ganz andere Art von Verbundenheit, eine ganz andere Art von Dasein in dem Moment. Aber die Kehrseite war eben, dass Menschen auch Emotionen haben. Das heißt nicht, dass uns unsere Emotionen, wenn wir denn über die Pubertät drüber hinaus sind, noch steuern sollten. Bewusst leben bedeutet ja auch, dass man nicht ständig von seinen Emotionen gelebt wird. Und noch dazu gibt es ja in dieser Bandbreite, in dieser Palette auch nun wirklich die Negativen, die Schwierigen. Die haben wir alle, mehr oder weniger noch. Wenn dabei aber rauskommt, dass es nur noch darum geht, im Geist sein, und dass bei manch einem, da wo vorher mal ein Herz war, auf einmal nur ein Stein oder ein Eisklumpen übrig bleibt, weil einfach gewisse Emotionen, die aber auch zur Liebe dazugehören, zur Nächstenliebe und so eben auch zu jeder Form der Liebe, bemessen werden als, ja, jetzt bist du nicht im Geist, das muss ganz schnell weg. Das sind einfach Wege, die sind dann nicht mehr nachvollziehbar und die haben auch mit Jesus nichts zu tun, denn der hat da ein Herz und keinen Stein und keinen Eisklumpen. Zu Lebzeiten nicht und ich meine jetzt in der geistigen Welt. Ich meine, was ist er? Er ist Herz. Die Christuskraft ist Herz, ist Heilung.
Ich weiß auch noch von den europäischen Six, was da möglich war, wie die Leute rumliefen, strahlend, mit leuchtenden Augen. Und wenn man da die Vision der Heilung hatte, was da abgehen konnte. An heilender Kraft. Also ich würde mal sagen, auf die Vision kommt es an. Und es ist ja sehr zu begrüßen, wenn die heute nicht mehr so ist, wie damals doch tatsächlich noch, wenn man ehrlich ist. Das Tier da draußen, Endzeitstimmung, jederzeit kann der große Knall kommen. Und dann haben wir ja Glück, weil wir gehören dazu, wir sind auserwählt. Der Rest der Menschheit ist ganz schön verloren. Ich bin ja sehr, 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 wirklich sehr froh, wenn das da heute nicht mehr drin ist in der OCG. Diese Endzeitstimmung. Dieses Wir die Geretteten. Der Rest bedroht von dem Tier da draußen und im Grunde verloren. Denn das gab's ja mal, wenn man ehrlich ist. In der allerersten Zeit, in der ich da reinkam, haben manche das so gesehen, so verstanden, so interpretiert, so gelebt. Und in was die dann drin hängen konnten. Aufgrund der ganzen Kasteiung, anstatt sich in Gott geliebt zu wissen, wertgeschätzt. Da ich so ambivalent für viele rüberkam, habe ich jetzt einfach versucht, nochmal darzustellen, was für mich wunderbar ist, war und auch immer noch ist. Vermutlich auch nach diesem Lehrbrief, klar. Aber was eben auch an schwierigem Potenzial da drin war und vermutlich auch immer noch ist. Denn ich habe ja noch nicht gehört, dass es eine Öffnung gegeben hat. Versöhnungsangebote für manche, die das möchten und dergleichen. Und tatsächlich war manches vielleicht auch, was ich dort erlebt habe, jetzt dann da im Raum Zürich, doch ein bisschen kulturell geprägt. Ich sage nämlich gar nicht die Deutschschweiz, schon Bern ist doch ganz anders. Erst heute wieder stand mein Auto im Weg. Ich wollte tanken, habe aber telefoniert. Kam ein älterer Herr, ich stand da noch gar nicht lange. Ich meine, dass er kommt und sagt, er möchte gern fahren, obwohl er auch nach hinten ausfahren hätte können, ist ja in Ordnung. Aber er kommt nicht und sagt einfach, können Sie bitte mal zur Seite fahren. Nein, das ist kein Parkplatz hier. Ich meine, so ist nicht jeder. Aber diese Art, damit hatte ich von Anfang an Mühe. Damit hatte ich bei Werni Mühe. Bei dem hatte ich auch Mühe damit, dass man in ihm doch immer noch den Frauenheld erkennen und lesen und spüren konnte. Ist nicht meine Sache, das zu verurteilen. Aber eben, selbst die Bemessung. Letztlich wird im Grunde bemessen vor dem Erfahrungshintergrund der Bemesser ein ziemliches Stück weit. Die Erstbemessung war, ist zum Teil schon irgendwie eine andere Qualität, aber danach. Und im Grunde auch nur, was jemand selber sieht. Jemand kann sonst was verzapft haben, wenn er das gar nicht sieht und da überhaupt keinerlei Skrupel und Schuldgefühle empfindet, wird der Daumen bestimmt hochgehen und nicht runter. Das ist letztlich auch das Muster der Bemessung danach meistens und somit auch eine Beschränkung, eine Beschränktheit dieser Bemessung. Meine Sicht, kein so ist es, meine Sicht, meine Erfahrung, meine Erlebnisse und ich darf das sagen, denn es hat immer auch was mit einem selbst zu tun, natürlich. Aber was ich in den letzten 3 Jahren dadurch erlebt habe, gut zu wissen, dass es meistenteils, seit ich dann in Zürich war, nicht Jesus war und ist, der mir das zum Teil gegeben und angetan hat. Lektionen gelernt, aber wäre auch ganz anders gegangen und letztlich
waren da auch Lektionen dabei, wo ich einfach schon aufpassen musste, dass mein eigentlich doch wirklich gutes Herz... auch ein gutes Herz bleibt. Und wem ich mich öffne und mich dann da auch zeige und offenbare und bei wem ich eher geglaubt habe, mich schützen zu müssen, sah natürlich gar nicht so aus manchmal, als ob ich leide. Das war, wenn man so will, auch meine Entscheidung. Und wenn Brutalität an einen herangetragen wird, wer wird denn dann weich und zeigt sich empfindsam, verletzlich und öffnet sein Herz? Ich zumindest nicht.